So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich habe was gefunden im Netto. Ihr wisst alle, ich bin ja Booster-Liebhaber, Booster-begeistert von meiner Zeit aus dem Netto. Habe ich immer wieder Booster vor meiner Nase gehabt, Booster eingeräumt. Wenn Booster im Angebot war, gleich eine ganze Palette mitgenommen. Vor allem von der Booster-Cola. Aber nicht die Real Booster Cola, sondern Booster Cola. Ist wieder ganz kompliziert, wie die das da machen. Und jetzt habe ich was gesehen, als ich mal zufällig im Netto war. Große Dosen Booster, schwarz, wo überall Attack draufsteht. Das sind diese hier. Es gibt 4 Sorten Booster Attack mit Exotic Taste. Dann haben wir einmal Watermelon Taste. Wir haben Apple Taste. Und Absolut Zero Taste. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Absolut Zero, habe ich gedacht, na gut, das ist wieder ganz normale. Nur, dass der halt, ja, zuckerfrei ist. Die sind aber auch alle zuckerfrei. Das heißt, eigentlich ist das kein Booster, das ist Booster Attack. Weil du so wenig Energie davon hast, dass du zu schwach zum Angreifen bist. Also haben sie sich gedacht, packen sie halt mehr Liter in die Dose, machen die Dose groß. Und das sind jetzt die gesunden Alternativen von Booster. Wir wollen die jetzt alle 4-mal probieren, mal gucken, wie die schmecken, weil die alle ohne Zucker sind. Hier steht überall drauf, sugar-free und kalorie-free. Und danach werden wir natürlich wieder einen Cocktail machen mit allen zusammen. Das ist jetzt das Bild für Thumbnail vielleicht, die Booster Attack Dosen, muss man nochmal hinstellen, dass man die sieht, so sieht das gut aus, Booster, alle Booster Sorten zusammen. Und jetzt fangen wir natürlich mit der Absolut Zero an, auch mal nach der Farbe gucken, wie die Farbe aussieht. Ich finde ja Booster an sich ganz cool und Booster Absolut Zero in der schwarzen Dose finde ich sogar ist der beste zuckerlose Energy Drink, den es gibt. Ja? Jetzt füllen wir das mal hier ein und ihr seht schon, es ist einfach durchsichtig. Es ist durchsichtig. Es riecht ganz minimal süß, aber müsste ja eigentlich ja, Booster Absolut Zero, was ja eigentlich sowieso schon ohne Zucker ist. Und jetzt nochmal in der zuckerfreien, nicht Zucker vorhandenen Variante, was mich total rausbringt. Eigentlich hätte es gut gekühlt sein müssen, es ist jetzt einfach total lauwarm. Schmeckt auf jeden Fall chemisch. Wie halt irgendwelches komisches Blubberwasser mit irgendwelchen Süßungsmitteln drin, also so richtig angenehm. Finde ich das nicht. Ich glaube, das normale Absolut Zero in der schwarzen kleinen Dose von Booster gefällt mir auf jeden Fall besser. Wir machen aber mal mit Watermelon weiter, weil Wassermelone meistens auch nach nichts schmeckt. Also wird das jetzt ja auch nicht brutal sein. So, Watermelon. Füllen wir ein. Ist genauso weiß, genauso farblos. Weil das Muttertier wollte das unbedingt, dass ich die mal taste, weil die dann alle trinken wollte. Probieren wir mal Watermelon. Hat auf jeden Fall ein bisschen so eine Melonenart an sich, aber sofort dieser Zerro-Geschmack kommt hinterher und ist einfach nur, du ziehst das ganze Gesicht zusammen. Das ist die hohe Kunst des Künstlichseins. Ich weiß nicht, wie man das gerne trinken kann. Ich weiß, manche müssen das natürlich, die können. Die müssen alles zuckerfrei oder die Leute sagen, ich lebe gesund, ich trinke Energy ohne Zucker. Dann denke ich mir, wenn du gesund lebst, dann trink doch einfach Wasser. Ohne Kohlensäure, ohne irgendwas, ist auch kein Zucker drin. Aber dass das künstlich ist und dann das Gekünstelte noch mehr künstelt, geht mir nicht in die Birne. Trotzdem müssen wir es natürlich probieren. Kommt deswegen jetzt zu Exotic. Das Orange, das gibt es ja auch normal und das ist Exotic, auch von BCAA, was auch immer. Mehr das Watermelon, aber irgendwie besser geschmeckt als das Absolut Zero normal, was hier rumsteht. Weil das halt wenigstens noch irgendwie einen Geschmack hatte. Das Exotic ist nicht orange, das ist auch einfach weiß und durchsichtig. Also bis jetzt hat sich das richtig gelohnt. So. Verspricht euch dann beim ersten Kontakt eine fruchtige Note, so ein bisschen Pfirsich auch mit dabei,
aber direkt danach verpufft alles im Nichts. Du hast gar keinen Geschmack, es ist wieder einfach nur schaumig, es ist klebrig, es ist süß, es ist richtig ekelhaft. Oh mein Gott, Booster, aber wir haben ja noch Apple und Apple müsste ja eigentlich die härteste, brutalste Sorte von allen sein. Probieren wir mal Apple. Apfel eigentlich immer meine Lieblingssorte, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Grün, schön grün, Apple hier, Booster Attack. Hauen wir jetzt hier rein, hauen wir uns hier rein und gucken mal, wie das schmeckt. Das Apple ist das einzige, dem ich diese Note durchgehen lasse, weil ich kaufe auch öfters mal dann Wasser mit Geschmack, mit Apfelgeschmack. Und da hast du auch nur so eine ganz leichte Apfelnote und danach ist es einfach komplett wässrig, weil es ja Apfelwasser ist. Das erinnert an Apfelwasser, nur mit dem Unterschied, dass halt noch Kohlensäure drin ist. Aber das heißt wiederum auch eigentlich, weil Kohlensäure eh schlecht ist, ihr braucht gar keinen Booster Apple, kauft euch einfach Wasser mit Geschmack, mit Apfelgeschmack, dann habt ihr den original selben Geschmack wie hier, dann habt ihr vielleicht auch keinen Zucker drin, dann ist auch die Kohlensäure noch weg, dann ist das alles tausendmal gesünder. Und jetzt wollen wir natürlich wieder den ultimativen Test machen. Wir nehmen unseren verschmierten Bierkrug von auf die Dicken und füllen uns das mal ein, immer so ein Viertel, einmal hier das normale mit Absolut Zero. Energy Drink trifft Absolut Zero mit Booster Absolut Zero. Richtig durchstarten. Booster sonst nichts. Zuckerfrei und kalorienfrei. Einmal hier eingefüllt. Dann das Exotic hinterher. Wir mischen das jetzt mal querbeet. Steht eigentlich überall dasselbe drauf. Energy Drink trifft Exotic Taste. Dann natürlich das Wassermelone noch dazu. Und am Ende noch der Apple obendrauf. So, und jetzt sieht's aus wie ein Glas Zelta, komplett durchsichtig, wunderbar, ohne Farbstoffe, das ist doch schon mal was Feines. Mega gesund, dadurch, dass es ja keine Kalorien hat, keinen Zucker hat, das jetzt eisgekühlt im Sommer. Ist bestimmt richtig toll. Leider ist nicht Sommer, leider ist es auch nicht eisgekühlt, das versuchen wir jetzt mal zu trinken. Ich würde sagen, kennt ihr das auch? Habt ihr auch schon mal die großen Dosen Booster Attack probiert mit 1100 Milligramm BCAA? Ich weiß nicht, was BCAA ist. Ihr könnt es ja mal reinschreiben. Ihr könnt nämlich googeln, ich nicht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wollte ich gerade sagen, da sind wir gut dran bei der Sprite-Challenge. Da muss man ja die Sprite austrinken, ohne zu rülpsen. Ja, das funktioniert sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedrückt, hätte ich einfach das Video schnell beendet und alle hätten gedacht, der muss gar nicht rülpsen. Jetzt ist es doch rausgekommen, aber das ist der Badlands Chucks, der da in einem rauskommt, aus einem vorkommt. Schmeckt leider trotzdem immer noch richtig eklig. So, ich dachte, Flagge ist ja. Diese extrem gekünstelte Note. Eigentlich hätte ich dich ja mal probieren lassen können von jedem Ding, aber du kannst mir nachher deine Meinung sagen. Meinetwegen kannst du auch einfach alle vier trinken. Also, ja, nie wieder Booster, BCA, Attack, irgendwas. Leider gar nicht meins. Wäre vielleicht was für einen Hannes. Der Marc braucht ja immer hier irgendwelche, obwohl. Hannes? Trinkt er eigentlich immer nur Red Bull Zero, weil das ist eine Marke, die hat Geschmack, die haut rein, fertig. Das war's von meiner Seite aus, schreibt's rein, kennt ihr das nicht? Wenn nicht, habt ihr wahrscheinlich nichts verpasst. Was sind eure Lieblings-Energy-Drinks? Bis zum nächsten Mal, ciao.